Ahoi Leute, willkommen zurück zu Let's Play Lego Under 2. Wie lassen die Roboter jetzt tanzen? Das dauert ganz schön lang, bis sie kaputt gehen. Aber naja. Immer Zeit. So. Neuer Part, neues Glück, würde ich sagen. Richtig gute Musik, ey. Jetzt haben wir gar keine Hintergrundmusik mehr, ey. Schade. Moin. Da hinten ist schon wieder ein scheiß Bot, den sehe ich schon wieder. Musik ist echt cool eigentlich. So, dann gehen wir zu dem Typen hier oben und gucken wir mal, wen auch zum Tanzen bekommen. Der ist schon wieder zum nächsten gelaufen. Ich kann ja währenddessen mal gucken, wann Lego in so zwei Jahren rauskam. Aber ich mir kein Lego kaufen, weil das zu teuer ist. Das ist echt voll cool, aber. Sondern man geht noch kaputt. Hallo. Ja, ich kann Moment, ich muss mal ganz kurz was gucken. Steuerung. Kannst du irgendwie doch diese Sachen hier verändern? Weil ich komme jetzt nicht an den Rand, weil unter dieser scheiß Tanne steht. Wie das war das denn? Man konnte die Autos irgendwie umfärben, ich weiß nur nicht wie. Dann warten wir, bis er weggeht. Es muss irgendwie in Optionen stehen, dass man, wie das geht. Tasten. Steuerung ist es nicht. IF. Keine Ahnung, wie ich Taste dieses Komma hat. Das ist, glaube ich, gesetzt. C und X. Gehen alle nicht. Richtig Z? Nee. Keine Ahnung. Alt GR. Das ist eine Steuerung. Die Tasten. Nein. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ging das irgendwie, ich weiß nicht wie. Dann warten wir mal, dass er an den anderen Baum geht. Der nicht die Tanne. Oh Gott, ey. Wie ging denn das? Ach, auf Enter! Jetzt können wir dann nicht in die rangehen, gut, dann wissen wir das jetzt. Gott, endlich. Legen uns jetzt bei der Steinbrecher kehrt zurück. Veröffentlichungsdatum 2001 war's. Ich weiß nicht, seit wann ich das hatte, aber ich jetzt relativ früh schon, glaube ich. Ne, also jetzt nicht vom Release-Datum her, aber daran kann ich mich noch erinnern, dass ich das. Keine Ahnung, ich denke mal so seit 2003.
3, 4 habe ich das bestimmt schon. Egal, suchen wir erstmal die Botter weiter. Nach dem Debakel mit den mit der Tanne. Schöne blaue Karre. Grün. Weiß. Türkis. Orange. Schwarz, ey. Die bewegen sich alle normal, oder sieht das aus, als wären das normale Menschen, keine Steinbotter? Aber wo sind die ganzen denn? Ich meine, es fehlen noch 4 Botter. Okay, einen habe ich hier schon mal. 2. Da hinten ist, glaube ich, noch einer. Man kann die Frisur ändern. Dieses nervige Geräusch von dieser Uhr, wenn man sozusagen rumsteht. Aber ich meine, die Musik geht länger als das, als der Zeitraum da. Das ist mega dumm eigentlich. Und man kann ja eigentlich nichts anderes machen, außer zu warten. Ich will Lego kaufen, ey. Aber ich will auch Alkohol kaufen. So, haben wir den Scheiß auch geschafft. Dann wird sie von einem Fädchen der Blaue. Können deren sein. Wollen wir jetzt patschen überall oder nicht? Ich weiß auch damals, da gab es ja diese Einrastfunktion irgendwie, wenn man zu oft Shift gedrückt hat, warum auch immer. Ich habe bis heute nicht begriffen, wofür die ist. Aber dann hatte ich das Problem, dass ich da, nachdem ich ein bisschen zu oft gehupt habe, dann ist das angegangen. Und dann wusste ich nicht, wie ich das ausgehe. Dann hat sich das Spiel wie so halb beendet. Das ging auf jeden Fall nicht weiter. Muss ich erst mal Papi fragen, warum das so ist. Und dann, ja. Hat er gesagt, das ist die Einrastfunktion und dass man es nicht so oft machen soll. Wie man 5-mal schön hintereinander macht, aber das ist ja heutzutage nicht mehr so. Aber das konnte man irgendwie ausschalten. Irgendwie ging es dann manchmal nicht aus und alles ganz komisch. Okay, wo haben wir den letzten Roboter? Vielleicht oben bei der Basis. Fahren wir da mal hin. Gut, 8 Minuten spielen wir schon. Okay, hier ist er nicht. Schade. Was könnte er sonst sein? Damit könnte ich fliegen. Ich kann da hinten einfach die Pixel zählen, das ist richtig schön. Da ist unser Dino geparkt. Den tanzenden Roboter hatten wir auch schon. Unser Auto ist schon wieder weg. Jetzt ernsthaft, ich bin gerade erst hingefahren. Also das ist echt nicht so schön, dass die Autos einfach so schnell despawnen. Da unten will ich nicht hin, ansonsten kommt wieder unser cooler Freund und bringt uns irgendwo hin, wo ich gar nicht hin will. Gut. Hier könnten wir theoretisch mal reinspringen, nach oben fliegen, um zu gucken. Oder wir bleiben einfach dran hängen und sind trotzdem irgendwie drin. Wo ist er denn? Ich finde es doch gut, dass der hier langlaufen will, aber der Postmann einfach die ganze Zeit blockiert und er nicht dran vorbeilaufen kann. Ja, moin. Blauer Roboter, wo könnte der sein? Tanzen tut er ja nicht, oder? Da muss noch ein komisches Vieh. Wenn man dagegen läuft, dann verändert sich das, glaube ich, oder? Ja. Oder wenn ich es nachdrücke, das geht auch. Ganz komisches Teil.
Blauer Stein. Kann ich hier nicht reingehen? Nee. Blaue Steinbutter. Hier unten vielleicht irgendwo? Hm. Boah, ich sah auch nicht, oder? Steg ist er nicht. Hier oben ist nichts, wie es aussieht. Da hinten Bahnhof auch nicht. Ich glaube, wenn man an so einem Bahnsteig wartet, dann hält der Zug auch an. Ich glaube, so war das. Mhm. Hier ist niemand. Oben war ich, oder? War ich hier? Ich weiß nicht, ob ich direkt ins Wasser gesprungen bin. Ich glaube, ich war hier. Hier war nichts. Bei der Tanke war ich. Bei unserem Haus ist nichts, wie es aussieht. Das ist der Postmann nur. Hier ist das Gemeindezentrum, glaube ich, oder sowas. Ja, dieses Gate-Teil. Ich habe das mal als Gemeindezentrum angesehen. Bei Pizzeria vielleicht irgendwo? Nope. Wasser? Nein. Ah, könnte denn sein? Hinter diesem Postteil hier? Oh, sieht auch nicht so aus, oder? Gehen wir zu Fuß lang? Nope. Okay. Bei der Tanke waren wir auch schon, oder? Ich glaube. Pizza können wir nicht mehr werfen. Manchmal halt auch einfach an. Ich glaube, meine Tastatur ist sich ein bisschen abgenutzt schon langsam. Habe ich in DayZ auch manchmal halt das Sprinten einfach auf. Vielleicht soll ich mir auch so eine mechanische Tastatur mal zulegen, aber die ist auch richtig laut und teuer und habe keinen Bock dafür Geld zu bezahlen. Hey, ich bin gerade echt überfordert, wie können sie denn noch sein? Wir hören es ja, wenn die Musik angeht. Fliegen wir mal hier rüber. Ach, da ist er ja. Gott, ey. Guck ich natürlich direkt hier an den scheiß Knast dran und da ist er hier. Tschüss. Okay, und jetzt müssen wir, glaube ich, noch da oben. Exzellent, großartig. Oder zur Polizei. Hast du wirklich astrein hingekriegt? Bist ein echter Überflieger. Danke, Schatz. Dabei fällt mir ein, Pepper, du musst sofort zum Spaceport. Ja, heißt es. Spaceport. Super. Spaceport. Hey, cool. Cool. Ach ja, da kommen jetzt auch noch mal ein paar Missionen. Um sich auf die Reise vorzubereiten, stimmt. Ich glaube, da muss ich sogar noch mal in das andere Gebiet, in das Adventure-Gebiet für irgendwelche Fallschirmsprünge oder sowas. Mal gucken, mal gucken. Hier, ruhig mal Autoradio einmal können, Hintergrundmusik. Ich meine, warum haben die dich hier rausgenommen? Gut, wir haben so noch circa 5,5 Minuten Zeit, dann gucken wir mal. So, jetzt aussteigen. Sind wir hier. Wird geladen. Hoffe ich doch, dass es geladen wird. Ja, da mal ein bisschen schneller. Vor allem, eigentlich könnte so ein Spiel. Anschnallen, Start, beschleunigen. Wir sind ja nicht in irgendeinem Themenpark. Hier gibt's keine Warteschlangen vor den Geräten.
Habe ich es geschafft? Bin sag ja. Ich habe es nämlich gar nicht mehr hinbekommen, was zu machen. Na, Silber reicht mir, mir egal. Gut, jetzt kommt der nächste Quatsch. Oder? Muss ich dann irgendwo hinfliegen? Gucken wir mal. Zur Vorbereitung für die Rettungsmaßnahmen während des Raums. Falschen Öffnung nach links fahren, vorwärts. Was überschlagen, was? Auf überschlagen. Ach ne, hier waren nur diese komischen, die ganzen Sachen aus der Adventure-Insel, aber sie waren nicht wirklich die Adventure-Insel. Du willst mich verarschen? Da mache ich ein einziges Mal so ein behinderten Looping und das ausprobieren und dann fliegt mir so scheiß Vogel in die Fresse. Das kann nicht wahr sein, ey. Ich hab keine Ahnung, wo der Silberring ist, ich hab ihn nicht mal mehr gesehen. Du musst dich beim Absprung total konzentrieren. Der Boden kommt dir ziemlich schnell entgegen. Gut. Reicht mir vollkommen. Also ich glaube, im nächsten Part haben wir das Spiel schon durch. Ich habe echt gedacht, das dauert ein bisschen länger. Aber naja. Ich nehme es auch schon 3 Stunden auf. Fast ist ja nicht. Gott, nee, ey. Nicht mal 10 Parts vielleicht. Aber naja. Habe ich immer für einen. Dann habe ich. Ich weiß gar nicht, nee. Nee, nächste Woche fängt, obwohl, doch, nächste Woche fängt schon Februar an. Wir haben heute übrigens den 29. Januar und ich habe bisher alle an einem Stück aufgenommen. 29. Januar. Ja, gut. Dann ist ja schon morgen 30. Dann ist ja Mittwoch schon der 1. Ja gut, und dann Februar hat ja auch nur 3 Wochen oder so, dann habe ich für Februar schon mal ein Projekt fertig. Gut, also dann habe ich ein Projekt komplett fertig und das reicht sogar für den ganzen Februar aus. Oh Gott, das dauert jetzt ziemlich lang. Ich lasse aber einfach durchlaufen. Ist sowieso bald vorbei. Ich kann ein bisschen über irgendwas erzählen. Ich weiß aber nicht was. Ich guck mir gerade ein bisschen was auf 9gag an. So, ich will jetzt zurück zum Spaceport nochmal zur Polizeistation, weil hier kriege ich meine ganzen Aufträge. Gut, der Part wäre so vorbei. Fahren wir noch zum Spaceport hin, würde ich sagen. Zum Fuß des Berges zumindest. Aber oh, gerade ein bisschen getrocknete Haut von Lip abgebissen. Gut, dann steige ich hier schon mal aus. Dann hoffe ich, hat euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.